mein Leben lügt und auch ihr liebe Landratten und Rädchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Patrizia 2 Aufschwung. Der Hanse mit dabei, der geht nix. Jawohl. So. Stadtplünderung versucht Nummer 2. Ja, damit wir das dann auch wirklich in diese Folge reinbringen, würde ich sagen, du nimmst mal die Kogge, die jetzt von Riga losgefahren ist nach Danzig und unterbrichst diese Fahrt und schickst sie nach Stockholm. Damit wir dann auch wirklich zu der Stadtplünderung noch kommen. Gut, die Route mit Eisenbahn erstmal nach Novgorod oder? Ja, schick sie mal. Ja, gut, schick sie nach Novgorod, ist gar nicht verkehrt. Ladoga könnte man dann nachher mit einer Kogge wieder. Die Kogge will nach der Stadtplünderung. Ja. Bargeld ist ja jetzt wahrscheinlich am Ende noch, ne? 300. Ja. Das ist ja gar kein Bargeld. Das steht jetzt nicht so, nee. Novgorod, Danzig ist jetzt noch dazu gekommen. Bauerlaubnis. Ja, das sind jetzt von der ersten Bauerlaubnis, vom 3. bis jetzt zum 24. sind 21 Tage und es sind nur 24 Städte. Normalerweise, wie gesagt, kommen die Bauerlaubnisse mit dem entsprechenden Unternehmenswert im Doppelpaket und dann dauert das Ganze 12 Tage und dann sind die Bauerlaubnisse da. Wir sind ja tendenziell auf dem Weg, dann die Stadtplünderung zu vollziehen und dann haben wir Geld und Ansehen und... Ja, Geld ist etwas anderes wie Ansehen. Das Ansehen kommt jetzt etwas dann dazu, weil du ja die Stadt mit dem Kreier verteidigst, obwohl du erst die Stadtplünderung... Ja, ich nehme an, wenn ich jetzt hier reinklicke, dann heißt es, sie brauchen mehr Vermögen oder so, ne? Ja, Ansehen ist gefallen. Noch nicht einmal. Ne. Ja, Ansehen ist gefallen, weil wir ja praktisch kaum etwas versorgen hier, ne? Vor allem waren wir lange nicht mehr in Stockholm selbst hier irgendwie. Genau, wenn du die Markthalle mal aufmachst, kannst du mal wieder so ein bisschen so... Geld haben wir ja nicht. Schade, dass man jetzt nicht die Eisenwaren dann noch ein bisschen was wegkaufen könnte, aber bringt ja nichts. Das Salz ja, könntest du jetzt... Wir hätten 5.000. Ich kann es kaufen, wenn du willst. Ja, sicher. Also kauf mal jetzt nicht ganz so viel. Kauf mal nur so, ja, noch ein Fass. Das lassen wir erstmal so. Die KI würde bei diesem Preis zwar immer noch kaufen, aber wir haben ja nicht mehr Bargeld. Ja. So. Mehr ist da nicht. Aber gleich. Später. Wenn wir gleich die Stadt geplündert haben. So. Eben. Fälle. Ja. Und Eisenerz kaufen. Ruhig noch. Ruhig auch. Kauf mal noch eins. Dann hast du 10 Last. Jo. Hier ist ja sonst eigentlich nicht so... Fleisch? Leder und Leder. Fleisch, genau. Leder und Fleisch. Machen wir Fleisch mal zuerst, weil so viel Geld haben wir nicht. Ja. So. Noch einer, oder? Ja. Ja, doch. Ja, hast ja doch noch ein bisschen Geld. Denn ab und zu kann ich es ja komischerweise sehen. Machen wir 10 Fass voll. So. Ruhig nochmal 2 oder 3 Faste. Denn Leder wird immer sehr viel gebraucht. Wir sind jetzt in Aarburg, ja. Jetzt müsstest du schon alleine des Erzes wegen runter nach Lübeck. Lübeck, ne? Ja. Ja. Hier ist nirgendwo eins im Hafen. Gut. Bauerlaubnis! Riepen! Tja. Kaum gehandelt, schon wollen sie einen einfangen. Ne, ne? Ist einmal da. So. Ja, Wolle ein. Ja, eine Wolle. Kannst auch das zweite Last ganz auch ruhig. Dann ist die Stadt eben eine Weile versorgt. Und den Rest tun wir erstmal nur ins Kontor. Jetzt müssen wir mal sehen, reicht das Geld, um die Waffen zuzukaufen, die dir noch fehlen? Ne, wir haben hier noch hast welche im... Ja, 4 kleine Bliden hast du, aber 10 Waffenplätze hast du offen. Du müsstest also noch 6 kleine Waffen nachkaufen. Möglichst. Damit kleine Blinen, ja. Jo, kauf ruhig die kleinen Blinen. So, 10 Stück. Mehr brauchst du nicht.
Viel mehr wäre finanziell noch nicht gegangen. Ja. Jetzt musst du natürlich die Matrosen auffüllen. Auf 10 oder? 20 musst du haben, damit. Reicht doch gerade so. So, und jetzt kannst du es anbieten als Ausliegerschiff. Tja. So. Jetzt so, und wo sind eigentlich die Kogge? Ah, die hast du noch nicht um. Dann habe ich die falsche nach oben geschickt. Dann, Moment, wo sollte denn die noch hin, die Draken? Ja, die Draken, Danzig, ne? Die Draken wirst du brauchen, weil die Kogge hat noch keinen Kapitän und du brauchst einen Kapitän auf der Kogge. Also wirst du die Draken da brauchen, damit du den Kapitän dann tauschen kannst. Okay. Jetzt haben wir schon zwei Koggen mit Kapitän und dann noch erwischt es die falsche. So. Nur eins. Ja, das ist nicht so schön, nee. Einen Wolle? Ja, aber mehr auch nicht. So. Ja, lad mal ruhig erstmal da aus. Das kann man dann ja wieder auf ein entsprechendes Schiff dann aufladen. Genau. Man kann jetzt auch nochmal nach den. Selbst Fälle lohnen sich nicht. Nein, es lohnt jetzt im Moment gar nichts zu verkaufen. Das ist. Vielleicht noch eine Last von dem Erz könnte man noch verkaufen. Siehst du, die Differenz ist ja doch noch über 100 Goldstücke. Oder auch sogar noch eine zweite geht auch noch. Ja. Noch eine dritte. Ist immer noch über 100. Ja, dann verkaufst du alle. Na, alle nicht. Also wenn, dann schon die 100 einhalten hier irgendwie. Gut. So. Ist ja irgendwo mal ein Schiff im Hafen, ey. Wir haben da. Doch, da in Skabu. Jetzt mal gucken. Ja, siehst du, da ist immer ein guter Preis. Oder häufig zumindest. Wie gesagt, wenn die KI nicht da war. Ne, dann ja. Auch den Fisch ein. Ja, verkauf ruhig alles. Alles, okay. Das ist, ja, das ist jetzt immer noch diese günstigen Preise. Ja, siehst du, am Tuch sieht man, dass da. Ja, hatte ich mir auch anders vorgestellt. Aber gut. Ist nun mal so. Dein Tuch wird hier produziert, ne, in Scarborough. Ja, wieso wolltest du noch was dazu kaufen? Nö, ich hätte gedacht, dass man könnte, aber das ist jetzt der Preis, das lohnt nicht, ne? Das lohnt jetzt nicht, da etwas zu kaufen. Was man könnte, ist Fleisch kaufen. Noch eine Last. Und vom Leder dann auch ein paar Fass. So, jetzt müsste man der Getreide, müsste man mal sehen, ob das schon was bringt, drüben zu verkaufen. Ich glaube, Risiko. Gut, da muss man eben. Jetzt müssen Getreide. Ja, nimm mal ruhig ein paar Last mit. Mach mal ruhig 5 Last. Und jetzt segel wieder zurück nach Riepen. Hört sich zwar dumm an, aber man kann im Laufe des Spiels zwischen diesen beiden Städten, so eine Schnigge zum Beispiel, hin und her fahren lassen und von Scarborough die Produktion mitnehmen und in Riepen verkaufen und von Riepen Produktion mitnehmen nach Scarborough. Das ist, ergänzt sich dann immer. Kürzeste Handelsroute ever. Naja. Kurz ist Lübeck-Rostock. Ja, okay, gut. Aber es geht natürlich auch ganz günstig so. Ein bisschen Schwung reinbringen ins Tempo. Ja, ich guck nur mal, ob irgendwo noch ein Schiff steht, aber ist nicht so. Bauerlaubnis in Lübeck. Tja. Aber kein Geld für Lübeck. Nee, nicht wirklich. Fleisch, würde ich sagen, ne? Genau, und auch so weit wie möglich das Erz abladen. Da muss man dann nicht mehr ganz so genau gucken. Hauptsache, du machst keine Miesen, ne? Aber dann also raus, solange du keine Miesen machst. Und das Leder auch hier lassen. Lübeck sollte man wirklich gut versorgen. Ein bisschen Eisenbahn. Ja, nimm mit. Noch ein bisschen mehr.
Hast du noch Geld? Ja, 20.000. Ja, Fische, aber das ist alles zu früh. Ja, Pech könntest du schon mal hier ankaufen bis zu 80. Damit man schon mal wieder ein bisschen hat. Warte mal, das reicht ja eigentlich. Das sind ja 25. Tuch ist auch da. Du könntest hier Schiffen aufsachen. Da hättest du noch eine Schnigge. Tja. Dafür fehlt es natürlich dann in allem und jedem. Ja gut, lass sie mal bauen, die Schnigge. So. Und mit deinen Waren rüber nach Rostock. Diesen wirklich langen Weg. So. Tum. Ah, hier hinten. Novgorod. Ja. Zum Einlaufen. Siehst du, da wurde jetzt Novgorod eine Zeit lang mit Eisenwaren nicht versorgt. Und komplett und schon, leer. Und schon sind die Preise für Felle dann auch entsprechend hoch. Ne? Ja. Weil nicht nachproduziert wird. Und die Felle werden ja auch von der Stadt selbst, also von den reichen Einwohnern, auch verbraucht. Und automatisch steigen diese Preise dann in der Markthalle. Ja, 240 Reiche. Dann wird auch mit Sicherheit jetzt irgendwo ein neues Gebäude bald gesetzt. Okay. Weil sie am Maximum sind. Die Stadt setzt drei Stück. Hat drei Stück. Und den Rest müssen dann eben der Spieler oder die anderen KI-Konkurrenten machen. Ja, da ist ja jetzt... Eine Fleisch vielleicht noch oder sowas? Ja, Fleisch, genau. Leder, zwei, drei. Auch ein paar. Das lässt sich in der Doga immer ganz gut absetzen. Und vom Bier kannst du vielleicht auch 10, vielleicht auch 15 Fass mitnehmen. Mal gucken, ja, 15 mach ruhig. Ja. Mehr ist ja nicht, ne? Nee. Und Kapitän vielleicht in der Kneipe war nichts. Habe ich eben schon geguckt, da war nur ein Waffenhändler. So. Ja, und den sollte man tunlichst in Ruhe lassen. So. Komm schon. Er ist aber auf dem Weg dahin, aber wir können ja mal hier ein bisschen. Ja. Oh. Da kann man schlecht, ja, nichts verkaufen. Fälle vielleicht 2-3. Ja, die schon, ja. Rein, damit wir die Lagerkosten hier gleich mal bewältigen können. Jetzt alles. Ja, alles ins Lager und anlegen lassen und dann eben den Kapitän tauschen von der Draken auf die Gudrun. Die ist jetzt schon, ne, schade. Ja, das geht immer erst, wenn sie angelegt haben mit dem Kapitän. Und andere Sachen auch, aber so. Das ist das zweite Mal, dass die Draken ihren Kapitän verliert. Es steht nicht gut und die Kapitäne auf der Draken. Du könntest aber die Namen ruhig auch schon wieder umwandeln, weil die Kapitäne bleiben eigentlich erstmal auf den Koggen. Die sind so angebrachter wie auf den Schniegen. So. Und jetzt, wie gehabt, die Gudrun in eine stille Ecke, um eben den Piratenmodus einschalten zu können. Die braucht auch so gar nichts an Bewaffnung, also auch keine Entermesser oder so. Weil wir ja nicht wirklich kämpfen müssen, ne? Braucht die gar nichts. Kein Entermesser, keine sonst irgendwie was, keine zusätzlichen Besatzungen, nichts, gar nichts. Die braucht gar nichts. Gut, dann ist noch nichts im Hafen. Jo, auch nicht. Schnellvorlauf. Damit wir schnell zum Geld kommen. Oh ja. So, Rostock ist die Tankred. Ja, was haben wir denn noch? Jo, Markthalle. Jo, sieht natürlich nicht so gut aus. Honig wäre natürlich sehr günstig, genau. Da könntest du ein paar Fass mitnehmen. Mach mal ruhig 10 jetzt mal voll. Und die Keramik auch 10 Fass. Müsste auch noch unter 200 bleiben beim Kaufen. So, Pechnich, Salz müsste Lübeck selber haben. Wein auf jeden Fall, es wäre auch zu teuer. Denn Lübeck hat einen Import an Wein, was viele gar nicht so wissen. Echt? Das hat nur Köln.
Nein, auch Lübeck. Und an Salz hat Lübeck auch einen Import. Okay. Das fällt nur nicht auf, solange die Städte noch so klein sind, weil Wein nicht in großen Massen verarbeitet wird von den Reichen. Ne, solange sie ja nicht zahlenmäßig groß sind, ist dementsprechend auch der Import klein. Da fällt das kaum auf. Ja, das ist im Moment eigentlich alles, ne, was man so könnte. Ja, schickt die Tankred ruhig wieder zurück nach Lübeck. Die kann dann auch da eine Weile geparkt bleiben, bis wir dann soweit sind. Ja, hier mal gucken. Nur warten, bis hier das Schiff... Ja, da ist das Schiff, war da. Schon zu sehen, da. Ja. Getreide, ja. Falsch, ist der falsch, 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 falsch. Leder auch. Das wird hier nix. Außer eben Erz kannst du natürlich wieder kaufen. Und lass sie dann ruhig mal da geparkt, bis wir dann mit dem Stadtkampf durch sind. So, soll ich es hier schon umwandeln? Ist ja gerade nicht so. Ja, ist ja kein. Eben, genau. Sicht ist frei und dann kann sie natürlich wieder da. Siehst du ja an dem. An der. Ja. An der was? Hier, meinst du das? An dem Weg nachher, für nachher, wo hier der Einlass nach Stockholm ist, siehst du jetzt hier sehr schön an dieser Wegmarkierung, wo der Einlass nach Stockholm ist. Wenn du dann nachher rausfährst, dass man dann immer diese Position dann möglichst einnimmt und nicht irgendwo anders hin, dann macht dieses Schiff ja immer erst diesen Haken links oder rechts rum. Das kostet alles Zeit. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da wird ja jeder Millimeter drehen. Wird ausgenutzt. Oh ja. Wie gesagt, also... Die Preise schießen gerade in die Höhe, wenn keine Eisenbahn da sind. Auch ja, eben. Eben, und deswegen auch, wenn man schon mit Eisenwaren handelt, dann eben auch ziemlich schnell eine Produktion da, eine eigene Produktion starten, damit das dann auch möglich bleibt und wird. Sollte man die Eisenbahn, die wir haben, auf die Draken packen und dann... Nein, sehr gut. Tu die Draken mal in Reparatur geben. Die hat ja so einen leichten Schaden. Jetzt repariert, bevor die Kurke hier ankommt. So. Das ist egal. Die sind gleich eh nicht mehr zu sehen, die Schiffe. Du könntest jetzt natürlich ein bisschen, zumindest über die Plus-Taste, ne, die Geschwindigkeit erhöhen. Die anderen Schiffe lassen wir erstmal ruhen, bis wir den Seekampf jetzt endlich mal oder diese Stadtplünderung endlich mal hinter uns haben. So, Schiff parkt jetzt genau kurz vor Stockholm. Soll ich da nochmal speichern? Jetzt wäre eigentlich der Speicherplatz außerhalb nicht nötig, nur dass du die, solltest dir nur angucken, wo die Position dann für gleich ist, wenn wir dann gleich rauskommen aus der Stadt, dass du dann da eben direkt so abgewinkelt in der Nulllinie wegfährst von Stockholm. Genau, so. Das Horizontale ist die Nulllinie. Ja. Mhm. Für mich, ich habe leider Gottes damit zu tun gehabt, beruflich. Okay. Reedereimäßig oder wie? Nein. Mit der Nulllinie. Ach so. Hatte ich zu tun, als Bohrwerkdreher. Gut, rein? Oder fehlt noch was? Ja, rein. Nö, okay. Fehlt nichts mehr. Nur die Zeit zum Plündern. Jawohl. So, jetzt musst du die Kogge möglichst hier unten neben der Werft setzen. So. Hier hatten wir sie letztes Mal stehen. Ja, genau, ne? Dahin. Die Höhe ist dann entscheidend. Und genau da wieder hinter das Rathaus zu diesen Fässern, die dahinter liegen. Die Geschwindigkeit von dem Kreier könntest du vielleicht schon mal ein bisschen minimieren. Der ist nämlich gleich ruckzuck da. Also nicht ganz runtersetzen, dann segelt er ja nicht mehr. Ne? Also ein Knoten lass noch. Und jetzt dahinter setzen, um jetzt ganz stoppen. Ganz stoppen, sonst hoppelt der da jetzt. Wer weiß, wie rum. Gut. Ja, könntest schon mal die Kogge kannst du jetzt auch stoppen. Komplett. Das reicht nämlich wahrscheinlich schon, so wie sie jetzt steht. Komplett stoppen. So. Und
Und jetzt kannst du dich in aller Seelenruhe mit dem Kreier und dem Turm befassen. Na, nee. Ja. Wir hätten das letzte Mal da unten stehen. Ne, die Kogel, lass ruhig da so stehen, wo sie steht. Lass sie ja da ruhig stehen. Ja, stopp sie ruhig, das reicht. Das reicht, du musst den Kreier jetzt verdrehen noch weiter. So. Das geht wunderbar. Wenn man nachher die besseren Kanonen, also wenn man die besseren Kanonen, aber statt die Kanonen hat, dann geht der Turm auch schneller kaputt, ne? Ja. Oder geht das so bei Schiffen? Die große Blide und die Bombarde wären ja eigentlich die Angriffswaffen für Türme. Und die tun sich dann beide nicht sehr viel. Du wirst da nicht großartig, wenn du es wirklich nicht bist, wirst du da großartig keinen Unterschied zwischen der großen Blide und dem der Bombarde dann nicht feststellen. Außer vielleicht noch, wenn du dich weiter wegstellst, dann merkst du, dass die Bombarde ein kleines bisschen weiter schießt. Okay. Und die Kanonen schießen dann auch nochmal wieder ein bisschen weiter, aber der Schaden ist nicht so groß wie von der Bombarde, kann man sich auch vorstellen. Die Kanonenkugel ist ja wesentlich kleiner. Ne? Ja, klar. Aber guck mal, das geht doch ruckzuck. Der Turm raucht schon, da dauert es nicht lange, bis er dann eben Feuer fängt. Und dann wird die Flamme noch einmal größer und danach, kurz danach, kommt er dann schon die Explosion des Turms. Dann ist der Turm hin, wenn er auch noch sichtbar ist und sichtbar brennt, runterbrennt, aber er ist dann schon hin. Genau, das kennen wir ja aus der anderen Playlist sozusagen. Was natürlich jetzt an dieser kleinen Flamme und der groß werdenden Flamme, da wirst du jetzt wahrscheinlich zwei- oder dreimal da schießen müssen. Und wenn du jetzt Bombarden drauf hättest, würdest du nur einmal schießen. Dann geht schon die große Flamme. Und wenn du dann Glück hättest, je nachdem wie du dann, wie die intern das Programm ist verarbeitet, die Trefferquote, da würdest du noch ein bis zweimal schießen, bis der Turm dann explodiert. Okay. Jetzt hast du dreimal geschossen, bis die große Flamme kam. Und das würdest du mit dem Bombarden eben nicht müssen. Was wichtig wäre, wenn du jetzt real campst, also der Turm zurückschießt, dann wäre es ja wichtig, dass der möglichst selten zurückschießt. Ja, klar. Packt man die größten Waffen drauf. Aber trifft der Turm eigentlich immer oder kann man den Schüssen auch ausweichen? Halt du kannst den Schüssen gut ausweichen. Es kommt nur darauf an, aus welcher Richtung der Wind kommt und mit welcher Stärke. So, das war's schon. Du, ne? Der Turm ist hin. Siehst du, die Kugeln gehen durch. Jetzt kannst du den... Zerbomben wir den Marktplatz. Nein. Ja, passiert ja nichts. Keiner da. Haben sich alle verkrümelt. Die Stadt wird angegriffen. Wir bleiben mal alle zu Hause heute. Naja, selbst die Stadtwache hier unten bleibt nur in ihrem Arsenal. Ja, das ist sowieso so ein Fake-Anzeige. Dieser, der da drauf steht, als Wachposten. Der ist immer nur als Wachposten zu sehen. Jetzt kannst du einen Speicherplatz schon anlegen, wenn Kogge rausfährst. Stadt 1. Genau. Selbst wenn du die Seekampf-Speicherplätze auch egal gewesen. So, die Kogge muss jetzt rausgeführt werden. Und ja, so. Dann hast du den Wind quer ab, dann kommst du noch auf eine einigermaßen akzeptable Geschwindigkeit. Natürlich, wie immer, dreht der Wind jetzt auch noch. Soll ich nach oben bist eher oder willst du wegen der Nulllinie das alles nicht? Nö, du kannst natürlich nach oben. Die Entfernung ist ja ziemlich gleich. Nur die Geschwindigkeit wird jetzt nach oben natürlich besser sein, wenn du direkt. Ja, genau. Direkt auch vertikal. Statt horizontal. Und die Entfernung ist in etwa gleich. Naja, hier ist es noch die Entfernung, hier ist es noch die. Bisschen mehr, aber ich denke, die Geschwindigkeit macht das am Bett. So, der Turm Burn Baby Burn. Ja. Leider Gottes kann man das nicht beschleunigen. Ne? Man muss warten, bis die Kogge eben so rausgetuckert ist. Aber hier arbeitet das Programm dann immer gerne so, wenn du deine Richtung
vom angreifenden Schiff änderst, dass dann auch der Wind sich etwas dreht. Ne? Ja, das zieht das Programm gerne so hinterher. Okay. Um es dir schwerer zu machen, natürlich. Sehr nett. Jetzt wird der Bildschirm gleich wechseln und dann weißt du ja den zweiten Speicherplatz anlegen, wenn du die Kornerstadt wegsetzen. Also, wo rein? Sonst ist die Gefahr für eine Anklage zu groß. Ein kleines bisschen, so eine Schiffslänge höchstens, nur so und so. Ein Riesenabstand muss das nicht. Und wenn er jetzt so zwei, drei Ticks sich bewegt hat, oder die Kogge sich zwei, drei Ticks bewegt hat, dann kannst du schon speichern. So. Speichern. So. So. Du hast ja mitbekommen, dass das für mich alles etwas zeitverzögert ankommt. So, auch hier 6 Tage, oder? Ja, genau. Anklagen kommen immer nach 5 Tagen und eben aus Sicherheitsgründen 6 Tage Vorsprung. Wo kommen jetzt irgendwelche Schiffe an? Spielt alles gar keine Rolle. Bauerlaubnis in Oslo. So, wir haben jetzt 1 Tag geschafft. Ein Tag. Kaufmann. Wir werden doch Kaufmann, ja, siehst du. Und das sogar noch vor der Plünderung. Die eigentliche Plünderung ist halt ja noch nicht stattgefunden. Nee, nicht wirklich. So, das war jetzt der 2. Tag. 3., 4., 5., 6. Abrechnung. Guck, soll ich nochmal einen Tag unsere Top packen? Ja, kannst du machen. Sag ich meistens auch, weil kostet ja nicht viel, ne? Alburg und Scarborough sind hinzugekommen. An Bauerlaubnissen. Und ja, so langsam, so langsam, siehst du. Jetzt hast du sogar schon 13 Stück, mein Gott. Wie ich die jetzt wieder gezählt habe, ne? Wahrscheinlich, weil du genau weißt, wie viel in einer Anzeige reingehen und dann hast du einfach 12 Nachrichten und dann hast du eine dazu gezählt. Cheater! Ich habe auch kurz überlegt, wie hat er dich jetzt so schnell im Überblick gezählt? Und dann so, aha, okay, ist ja nur eine, die rauf und runter scrollt. Das ist eigentlich irgendwo logisch, wenn man so häufig spielt, wie ich das tue, na, dann hast du das alles so automatisch dann im Kopf mit der Zeit. Ja. So, Jetzt zurück zu dem Speicherplatz, die Tage musst du ja jetzt nicht verlieren. Ne? Okay. Ich möchte ja dann auch nochmal sehen, wie der Kaufmann wirst, mein Gott. Yeah. So, jetzt musst du nochmal... Das ist der Kreier, ne? Der hier ja, den Kreier könntest du... Wir wollen es ja eigentlich bei diesem einen Stadtangriff belasten, dann könntest du den Kreier eigentlich schon die Waffen wieder runterschmeißen. Wo ist er denn eigentlich? Entermesser auch? Nö, lass mal ruhig drauf. Irgendwann werden wir auch mal Piratenkampf oder sowas machen. Jetzt, warte, wärst du drin geblieben noch? Mach noch mal die Markthalle auf und verkauf mal an der Markthalle all deine Fasswaren. Alle. Warte mal, ich blick das mal eben kurz. Das sind 150. Warte mal, ich geh mal eben woanders hin. Ich verstehe sonst nicht bei diesem Gefackel von dem Turm. So, jetzt. Ja, 140, 170, 230, ja, alle. Alle Fassware. Aber bis auf Maximum verkaufen, ja? Alles was du im Kontor hast an Fassware, rein in die Markthalle. Okay. Alle Fassware, keine Lastwaren. Ne? Ja, schon klar. So, zack, gut. Und jetzt mit der Kogge wieder angegriffen. Die Kogge fasst 450 Fass und hier bekommst du ja alles aus der Markthalle. Und von daher kriegst du jetzt deine eigenen Waren gleich wieder. Boah. So, hier können wir noch ein bisschen Bier schnell verkaufen. Ja, obwohl es nicht viel Sinn macht, falls es zur Anklage kommt. Ne? Das muss man auch mal so. Ja, okay. Mach ich ja schon nichts mehr. So, komm. Bisschen Speed up, weil wir sind schon bei 29 Minuten. So. Ja. Jetzt nochmal wieder deine Kogge ein bisschen weg von Stockholm gesetzt. Wieder so, ne? So diese Schiffslänge und neu. Was ist denn eigentlich? Ja, du bist jetzt im Hafen. So, jetzt. Ah, da. Nee. So, jetzt wieder. Du gehst wieder rein.
Ach, die ist angewählt. Okay, Entschuldigung. Ja, so. Ich dachte, sie steht im Hafen. So, jetzt, ja, zwei Ticks so bewegen lassen und so. Und dann nochmal neu speichern und nochmal prüfen, ob... Was waren die Bauerlaubnisse? Ist er wieder Kaufmann geworden? Ja. Jetzt wäre es natürlich auch logisch. Und jetzt kommen auch, guck mal, die Bauerlaubnisse jetzt noch zügiger kommen, ne? Weil du jetzt deinen Unternehmenswert gesteigert hast. So, aber keine Anklage nach 7 Tagen. Ja, guck noch mal vorsichtshalber rein in die amtlichen Schreiben. Ist also nur mit Bauerlaubnissen voll. Wie viel sind es jetzt? Jetzt sind es 24, nee, 23 und Stockholm hast du ja vorher schon. Jetzt sind sie nämlich alle da. Okay, na gut. So, heißt ja, jetzt nochmal laden. Den Rücksprung, genau. Wenn wir zunehmen, 32 Minuten. Laden, da. So, das war's ja dann auch. Ja, dann dir vielen Dank fürs wieder dabei sein. Ja, bitte. Für das erfolgreiche Stadtplündern von Stockholm. Wobei ironischerweise diesmal wesentlich weniger an Geld in der Kasse war, ne? Nicht komischerweise. Du bist ja ein Spieljahr früher dran wie beim ersten Let's Play. Ja, und da ist es eigentlich logisch, dass die Stadtkasse kleiner ist, ne? Ja. Okay, ja, macht mehr Sinn. Hätten wir noch ein Jahr warten müssen. Oh Gott, nee. Ja, dann würde ich sagen, Konturbau und das andere machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Bis dahin erstmal Hummel, Moss. Wie gesagt, vielen Dank fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Ja. Willst du noch Tschüss sagen? Ach so, ja, klar, tschüss. Okay.